Glaubst du, wir kämen ins Präsidium rein, wenn wir es über die äußere Hülle versuchen? Grüße, Erdenclan. Hier stehen viele ausgezeichnete Schiffe zum Verkauf. Mit nur minimalen Gebrauchsspuren. Irashimas! Schon mal Ramen probiert? Auf der Erde sind sie eine Delikatesse. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Ah, meine Lieblingskundin. Was darf's denn sein? Ich möchte etwas kaufen. Ja, heutzutage läuft alles automatisch. Da drüben steht ein Katalog-Interface. Danke für Ihre Zeit. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Was darf ich Ihnen bringen? Man kriegt hier draußen kein frisches Fleisch. Aber Sie werden auf der ganzen Station keinen besseren getrockneten Seetang finden. Wir haben 6 Biersorten vom Fass. Die Karaoke-Maschine haben wir abgebaut. Niemand will einen betrunkenen Elkor singen hören. Irashimas! Ich habe gehört, hier soll es die besten Lebensmittel im ganzen Sakira-Bezirk geben. Falsch gehört. Hier gibt es die besten Lebensmittel auf der ganzen Citadel. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft. Was kann ich für Sie tun? Ich sehe mich nur um. In Ordnung. Ich bin hier, wenn Sie sich's anders überlegen. Ich bin immer noch dafür, den Blue Suns beizutreten. Die bezahlen mit Sicherheit auch die Ausrüstung. Aber die heuern vermutlich nur Leute an, denen man ansieht, dass sie kämpfen können. Also sollten wir schon was vorweisen. Genau. Zum Beispiel eine Schrotflinte.
Für 10 Credits bieten wir Datenschutz auf jedes bei uns gekaufte Spiel. Sollte der Kopierschutz jemals versagen, können Sie umsonst eine neue Kopie downloaden. Interessantes gehört, was hier so abgeht? Ich serviere Drinks. Wenn Sie wissen wollen, was abgeht, schalten Sie die Nachrichten ein. Ich weiß wirklich nicht, warum die Menschen mich das immer wieder fragen. Momentan will ich nichts. In Ordnung. Etwas für Sie tun? Ich habe bemerkt, dass Sie einer der Hausmeister des Präsidiums sind. Wissen Sie, ob es in den Seen Fische gibt? Das werde ich oft gefragt. Kommt gleich nach, wo sind die Toiletten? Das sind Wasserspeicher, nur für das Präsidium, getrennt von den Vorratstanks in den Bezirken. Ich kenne nur einen einzigen Ort in der ganzen Station, wo es lebende Fische gibt, und das ist die Lea Sanasis Geschenkboutique. Wo ist diese Geschenkboutique? Beim Markt unter der Bar. Die Lea verkauft Aquarien, weil Fische die größten Haustiere sind, für die meisten Stationsbewohner eine Genehmigung bekommen. Ich habe bemerkt, dass Sie einer der Hausmeister des Präsidiums sind. Das werde ich auch. Ich kenne nur einen einzigen Ort in der ganzen Station. Wenn ich mir ein Glas Wasser einschenke, ist das dann dasselbe Zeug, in das die Touristen ihren Müll reinwerfen? Nein, es wird vorher aufbereitet. Wenn Bakterien von Salarianern oder Menschen drin wären, könnten Turianer oder Quarianer daran sterben. Alles wäre viel einfacher, wenn wir alle die gleiche DNS hätten. Aber nein, das Universum steht ja auf Abwechslung. Danke für Ihre Hilfe. Kein Problem. Wenn Sie mal oben im Präsidium sind, sehen Sie sich die Mehlblumen gegenüber der Röhre an. Wirklich sehr hübsch. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Was wollen Sie? Ich habe zufällig gehört, wie Sie über die Fische auf dem Präsidium gesprochen haben. Was soll das heißen? Es gibt wirklich welche? Natürlich. Ich habe sogar gerade einen gefangen. Ich habe ihn dabei. Ich kaufe ihn Ihnen ab. Glauben Sie, ich hätte keinen Hunger? Ich bin nur deshalb bis ganz rauf ins Präsidium gegangen. Warum sollte ich den Fisch irgend so einem Kroganer geben? Ich würde eine Menge dafür zahlen. Oh, na gut. Sie wollen ihn offensichtlich wirklich haben. Bitte sehr. Hattest du das Geld nicht für eine neue Knarre gespart? Na und? Damit dürfte ich hier doch sowieso nicht rumballern. Danke, Mensch. Viele Kroganer haben bestimmt schon von diesem Tag geträumt. Aber ich bin der Erste, der es wirklich erlebt. Es ist nur ein verdammter Fisch. Knarren sind besser als Fische. Ich bin Commander Shepard und... Willkommen zurück. Ich stöbere nur. Natürlich, lassen Sie sich Zeit. Wie wär's dann mit einem Fisch? Was? Warum denn? Es ist ein Fisch. Fische haben mit der Citadel überhaupt.
Commander, welch Freude, Sie wiederzusehen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Danke. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in das Astra, Commander. Die skandalumwitterte Geschichte der Nassana Dentius hat ein tragisches Ende genommen, denn die Geschäftsfrau wurde in ihrem Büro ermordet. Die Polizei hat zwar noch keine Verdächtigen. Verzeihung, aber ich telefoniere. Auf die Kolonien der auf Welten, die Sie als zivilisiert bezeichnen, ist der Handel mit organischen Wesen verboten. Dennoch bemerkt niemand von Ihnen, wie wenig Freiheit Edi an Bord der Normandy eingeräumt wird. Wenn Sie nichts Besseres haben, muss das wohl reichen. Pech auf dem Aktienmarkt gehabt? Türmen sich die Schulden auf? Vielleicht sollten Sie sich anders. Heute, nur 5 Jahre später, bin ich wieder ein voller Mann. Reden Sie mit Entity Tech. Vielleicht. Willkommen zurück, Schätzchen. Was darf sein? Oh, tut mir leid, kein Sex. Hab gerade die Bar sauber gemacht. Ich sehe mich nur um. Ganz nach Belieben, wie immer. Du verdienst jemanden, der dich respektiert. Jemanden, der dich anständig behandelt. Menschen alles vermiesen. Es ist immer dasselbe. Oh, sie könnte krank werden. Sie ist verletzlich. Ich frage mich, wie sie mit den Pellen aussieht. Hey, ich muss zurück an die Arbeit. Diese neue Droge, die bleibende neurale Narben hinterlässt. Die ist schrecklich. Für den Versand braucht man einen 12-seitigen Vertrag und dann noch eine Verzichtserklärung für den Gebrauch. Das Geschäft ist da drüben. Was ist mit dir? Willst du zur Spezialeinheit? Warum nicht? Oh, blaue Rose von Ilium. Lass deine Wurzeln tief hineinwachsen in die heiße Erde von Tuchanka. Hallo,
Bitte ignorieren Sie die Nicht-Poesie meines Nicht-Freundes. Kann ich Ihnen helfen? Warum sind Sie beide gerade getrennt? Er meint es ernst. Also mit Kindern und so. Das volle Programm. Zum Ausgehen ist zwar super, aber was Dauerhaftes... Kroganer leben sehr lange. Das ist nicht wie bei Menschen, wo man nur 100 Jahre durchhalten muss, weil sie dann von selber sterben. Nichts für ungut. Ich habe mich gefragt, ob er mich wirklich mag oder ob er nur Kinder will. Er kann ja sonst keine haben, wissen Sie, wegen der Genophage. Das klingt nach einer Frage, die Sie ihm direkt stellen sollten. Habe ich. Ich glaube, ihm ist gar nicht klar, dass unsere Kinder immer Asari wären. Nicht-Asari begreifen oft nicht, dass wir keine Alien-DNS aufnehmen, sondern damit nur kleinere Teile der genetischen Information zufällig verteilen. Jedenfalls war Char danach sehr lange still. Schließlich sagte er, dass er unsere Mädchen auf jeden Fall lieben würde, egal welche Farbe sie hätten. Wo sind deine verehrten Toten, auf dass sie den Boden düngen? Es ist nicht alltäglich, dass eine Asari mit einem Kroganer ausgeht. Was hat sie beide zusammengeführt? Er ist ein lustiger Kerl. Ziemlich klug, vor allem für einen Kroganer. Und er hat einen guten Job als Transporttechniker. Ein paar Jahrhunderte lang macht die Arbeit als Söldnerin oder als Tänzerin in Bars Spaß. Aber irgendwann kommt man nun mal in die matronale Phase, wissen Sie? Dann lässt man sich die Rückentätowierung entfernen, wartet, bis die Haare wieder ihre natürliche Blaufärbung annehmen und lässt sich mit jemandem nieder, der verlässlich ist. Blaue Rose von Ihnen. Sie müssen mit Ihrem Freund reden, sonst hört er mit seiner Poesie gar nicht mehr auf. Ich weiß. Aber es ist so schwer. Ich mag ihn sehr. Verdammt, ich liebe ihn sogar. Aber ich weiß nicht, ob er für eine dauerhafte Beziehung taugt. Sehen Sie ihn an. Er ist ganz offensichtlich verrückt nach Ihnen. Meinen Sie? Aber was ist, wenn er doch nur Kinder will? Bin ich dann nur seine Gebärmaschine? Er sagte, das wäre ich nicht, aber... Wenn er das gesagt hat, können Sie ihm entweder vertrauen oder müssen sich keine Sorgen mehr machen. Oder Sie vertrauen ihm nicht und haben Ihre Entscheidung bereits getroffen. Ich vermute, so habe ich das bisher noch nie betrachtet. Ich vertraue ihm. Wenn er es gesagt hat, ich werde mit ihm reden. Ich habe am Terminal einen Rabatt für Sie eingestellt. Danke für Ihre Hilfe. Zurück. Hast du verstanden? Er weiß es. Keine Ahnung woher. Ist auch egal. Erstatte ihm sofort alles zurück. Und dann bring deinen Arsch in Sicherheit. Etwas so Gefährliches darf man verkaufen und braucht dafür nur einen Vertrag und eine Verzichtserklärung? Das ist eben die Terminus-Systeme. Liste mit den 10 reichsten Bürgern von Ilium. Ist der Himmel noch strahlend Asari-blau? Welch Freude, Sie wiederzusehen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Danke. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Los Astra, Commander. Thank you.
Hallo, Freunde. Bitte sagen Sie mir, dass Sie etwas für mich haben. Ich habe das Päckchen gefunden, das Ihr Kontakt auf der Citadel hinterlassen hatte. Gut gemacht, werte Freundin. Und hier ist Ihre Belohnung, wie besprochen. Ich habe das Päckchen von dem Zielpunkt auf Ilium. Ausgezeichnet. Und hier ist Ihre Belohnung. So einfach ist das. Ich weiß es wirklich zu schätzen, was Sie getan haben, werte Freundin. Für Ihre Mühe lege ich noch einen kleinen Bonus drauf. Eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Shepard.
Treibstoffreserven bei 50%.